Liebe Zuschauer, mehr als 1000 Menschen sind alleine hier bei uns in Berlin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Einer von ihnen ist unser Reporter Mario Apfelbaum. Er muss aus Sicherheitsgründen logischerweise zu Hause bleiben. Wie es ihm seitdem geht, was ihm Angst und was ihm Mut macht, das berichtet er uns in seinem sehr intimen Videotagebuch aus der Isolation. Hey, ich bin Corona-positiv seit jetzt gerade. Und zwar ist es so, dass ich vorher in Österreich war, bin mit Husten zurückgekommen. Körperlich geht es mir jetzt nicht schlecht, aber psychisch ist die Belastung einfach extrem groß, weil man sich Vorwürfe macht, Schuldgefühle, dass man möglicherweise dafür verantwortlich sein könnte, derjenige zu sein, der das Coronavirus weitergetragen hat, dass man das nicht ernst genommen hat, dass man gedacht hat, ja, mich wird's nicht direkt treffen, wenn ich mir die Hände wasche, wenn ich vorsichtig bin. Und es hat mich trotzdem getroffen. Deshalb heißt es jetzt, Abstand halten. Ohne Hilfe hätte Mario in der Isolation nichts zu essen. Freunde unterstützen kontaktlos. Ich habe heute Morgen einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen. Nochmal die offizielle Bestätigung, ich muss zu Hause bleiben. Alle meine Freunde wurden jetzt nochmal offiziell kontaktiert. Dann gab es die eine oder andere Hassnachricht nach dem Motto, toll, danke wegen dir jetzt Quarantäne, du Petze und so weiter. Und ich habe selber auch einen auf den Sack bekommen, weil ich Montag noch einkaufen war, wo ich es noch nicht wusste. Und da meinte sie, ja toll, da haben sie nochmal richtig rumgestreut. Da fühlt man sich wie der kleine Junge, der irgendwas Verbotenes gemacht hat. Jeder Infizierte muss Kontaktpersonen benennen. Nur so kann der Kampf gegen das Virus gewonnen werden. Für Menschen in der Risikogruppe überlebenswichtig. Mario arrangiert sich mit der Situation. Man nimmt sich mehr Zeit fürs Frühstücken, mehr Zeit zu lesen. Meine Mutter sagt sogar, man nimmt sich mehr Zeit für die Genesung, weil so wie ich dich kenne, wärst du wahrscheinlich schon längst wieder draußen und würdest irgendwie feiern, weil jetzt ja eben Wochenende ist. Und so bin ich halt eben zu Hause. Und was macht man alleine zu Hause? Klar, erstmal putzen. Aber Mario ist eigentlich krank und das spürt er an Tag 4 wieder deutlich. Ich habe tatsächlich gestern nochmal ziemlich abgebaut und hatte das Gefühl, dass ich nochmal ein bisschen Fieber bekommen habe. Die Bronchien taten nochmal ziemlich weh, eine Hustenattacke nochmal. Und heute Morgen fühle ich mich auch nicht sonderlich gut. Aber auf jeden Fall kriegt man es dann nochmal mit der Angst zu tun, weil man das Gefühl hat, oh Gott, ich bin hier ganz alleine und baue jetzt nochmal richtig ab. Heute Morgen am 5. Tag die Erleichterung. Und es geht mir tatsächlich deutlich besser. Oh, jetzt mal kurz ein paar Sonnenstrahlen genießen. Und dann hoffe ich einfach, dass die nächsten Tage genauso gut werden wie heute das Wetter und ich dann nicht nur von meinem Balkon das Wetter genießen darf, sondern am besten auch endlich bald wieder raus darf. Aber das wird noch ein paar Tage dauern.